Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Heute möchte ich Ihnen das Bilderbuch Fritzi findet von Monika Littau vorstellen. Es wird für Kinder ab 3 Jahre empfohlen und ist 2013 im Berliner Autumnus Verlag erschienen. Es hat eine Hardcover-Ausstattung, wie man hier sieht. So sieht die Rückseite aus. Die Bilder. Das Cover und die innenliegenden Bilder sind von Sibylle Ender illustriert worden. Und man sieht schon sofort, dass sie den Aquarellstil genutzt hat. Kurz zur Geschichte. Fritzi, dieses Mädchen hier, geht mit ihrer Mutter auf eine Reise zur Oma. Und Fritzi findet ständig neue spannende Dinge auf dem Weg, sei es zum Beispiel das Gesicht einer Schraube oder in einer Pfütze oder ein glitzerndes Ding in dem Gleisschotter, und sofort steckt sie ihre ganze Aufmerksamkeit in die neue Entdeckung, was natürlich dazu führt, dass sie nicht mehr so richtig bei der Reise mitmacht, also nicht mitkommt und trödelt, und die Mutter ist dann ziemlich genervt, aber das Ganze hat am Ende natürlich noch einen überraschenden Effekt. Schauen wir kurz in das Buch hinein. Und mit einem Eindruck vom Stil bekommen. Wie gesagt, Sibylle Ender hat den Aquarellstil genutzt. Die Figuren und einzelne Gegenstände, auf denen der Fokus liegt, sind sehr stark herausgearbeitet. Vor allen Dingen über die Farbe. Wir sehen hier, dass die Signalfarbe rot in dem Kleid. Der Hintergrund dagegen verschwimmt. Also hier hat sie ganz bewusst die Aquarelltechnik eingesetzt. Jedoch, das muss man gleich so sagen, man sieht das hier an der Figur, die Proportionen stimmen nicht so ganz. Und irgendwie sieht das verschoben aus, ein bisschen steif. Also man sieht das auch bei anderen Figuren. Hier geht es einigermaßen, aber da ist das Gesicht ein bisschen durch das Aquarellieren unglücklich gewesen. Hier auch wieder, sieht irgendwie ein bisschen steif aus. Hintergrunddetails gibt es überhaupt keine großartig, also es verschwimmt alles. Vielleicht nochmal vorne so hier die Treppe angedeutet und hier das Geländer. Insgesamt finde ich den Illustrationsstil nicht ganz so gut gelungen. Also, es ist sehr künstlerisch angehaucht. Aber ich denke, ein anderer Stil hätte hier dem Buch besser getan. Weil es irgendwie, meiner Meinung nach, also meinem Empfinden nach, sehr hemmt, die Geschichte. Und ja, und vor allen Dingen sind die Figuren wirklich nicht ganz glücklich gestaltet. Lesen wir aber mal in die Geschichte rein, denn da zeigt sich die ganze Sprachvielfalt, die Monika Littau perfekt beherrscht. Und das Buch lässt sich, also sie nutzt ganz viele Adjektiven und ganz viele unterschiedliche Verben und bringt damit eine Lebendigkeit in die Sprache hinein, die das Vorlesen eine Freude macht. Eine kurze Leseprobe. Ich will nicht, sagt Fritzi. Aber Fritzi, du hast es dir doch gewünscht. Mama sieht sie erstaunt an. Jetzt nicht mehr. Fritzi steht vor der Haustür im Flur. Sie hält ihr bunt gestreiftes Köfferchen in der Hand. Fritzi stampft mit dem Fuß auf, damit Mama weiß, dass da nichts zu machen. Kommt gar nicht in Frage, dass wir hier bleiben, Friederike, sagt Mama schließlich. Denk mal an Oma, wie enttäuscht sie sein wird. Arme Oma. Aber trotzdem, Fritzi kann nicht weg. Ihr ist gerade wieder eingefallen, dass sie mit Lena und allen Kuscheltieren Luftkaffee trinken und Plätzchen essen muss. Kuscheltierparty! Da hat sie gestern versprochen, und Versprechen muss man halten. Fritzi hat nämlich eine Tasse gefunden, rot mit weißem Punkt und einen Sprung am oberen Rand, fast wie neu nach dem Spülen in der Regentonne.
Und Lena hat versprochen, dass sie Plätzchen findet. Und am Nachmittag sind Fritzi und Lena und alle Kuscheltiere verabredet zum Luftkaffee trinken und Plätzchen essen. Fritzi rührt sich nicht vom Fleck und starrt auf ihre Schuhspitzen, damit sie Mama nicht ansehen muss. Mama blickt abwechselnd auf die Uhr, dann wieder auf Fritzi. »Hör zu«, sagt Mama, »wenn wir uns nicht beeilen, ist der Zug weg.« Sie greift nach Fritzis Hand und zieht sie hinter sich her wie einen störrischen Maulesel. Also schon die kurze Leseprobe zeigt ganz deutlich, wie gut Monika Littauer die Kinder oder den Charakter und diese Entwicklungsphase bei dem Kindergartenkind herausgearbeitet hat. Also wenn die mal was entdeckt haben, sich in den Kopf gesetzt haben, dann steht das nur in deinem Blick und Fokus und alles andere wird irgendwie vergessen und verdrängt und ist nicht mehr so wichtig. Und wie das mit den Plänen von den Erwachsenen hier mit der Mutter und ihrer Reise zur Oma kollidiert. Und ja, so geht dann die Geschichte weiter. Sie fahren natürlich los und diese Tasse hier spielt später nochmal eine wichtige Rolle am Ende der Geschichte. Das ist mein Eindruck. Insgesamt ein gutes Buch, die Geschichte wirklich perfekt, schön gemacht. Allein der Illustrationsstil hat mir nicht so sehr gefallen. Wie gesagt, hier hätte ich mir etwas anderes gewünscht. Insgesamt so 4 von 5 Sternen. Auf meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.com finden Sie die komplette Rezension. Die verlinke ich auch nochmal in der Infobox. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen von Kinderbüchern. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.